Automobilmechatroniker ist man zuständig für Servicearbeiten, sowie Sachen, die undicht sind, wieder dicht zu machen, Sachen, die kaputt gegangen sind, zu ersetzen, auch Fehler diagnostizieren und somit dann dem Kunden eine Offerte erstellen für sein Auto, damit er entscheiden kann, wie es weitergeht. Was mir gefällt an meinem Beruf, ist die abwechslungsreiche Arbeit. Also man kann viel Verschiedenes machen, es ist nur immer eintönig. Je nachdem natürlich, auf was für eine Marke das man schafft, aber es gibt eigentlich relativ Verschiedenes zu machen, eben über Elektrik, zur Mechanik, zur Hydraulik. Man lernt viel über die Systeme. Man muss sicher schon vorher ein bisschen handwerkliches Geschick mitbringen. Man braucht eine gewisse Intelligenz, man muss nicht kein Studierter sein, aber man sollte sicher Interesse haben an der Mechanik und Elektronik. Elektronik ist beim Mechatroniker ein grosses Thema. Wenn man das nicht gerne macht, ja, dann sollte man es gescheiter lassen. Ja, zu Emil Frey sollte man arbeiten, weil es ein grosser Konzern ist mit viel Erfahrung. Es ist nicht das erste Mal, dass sie Lehrlinge ausbilden. Sie haben Leute, die auch wirklich für das geschult sind, um Lehrlinge auszubilden, die wissen, was man können muss, die einem das Richtige beibringen und einem gut für die LAP vorbereiten.